Und somit melde ich mich zurück zu Let's Play Dark Souls 2. So, in diesem Part werden wir uns um diese drei hässlichen Ritter dort kümmern. Das heißt, wird wieder Zeit für einen schönen Boss. Aber bevor es soweit ist, werde ich doch erstmal kurz noch was anderes machen. Und zwar mache ich mich als erstes menschlich. Und hören sich wieder hübscher aus. So, dann als nächstes werde ich mein Schild mal noch aufrüsten. Ich habe dem schon mal eine Stufe verpasst. Nein. Aber ich hatte dann leider nicht genug von diesen Titaniten übrig. Deshalb mache ich das jetzt mal. Den kann ich leider nicht, brauche ich drei große, ist ganz schön viel. Aber hier. So wird es nämlich noch um einiges besser. Jetzt macht es sogar noch mehr Blutungsschaden. I'll be around, so. If you make it back. Und die nächste Amtshandlung ist, dass ich aufleveln werde. Ihr seht schon, ich habe ziemlich viele Seelen. Denn ich habe, um ehrlich zu sein, das Gebiet bei der verlorenen Burg, es war doch verlorene Burg, ne? Ich dachte zumindest, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, aber ist ja egal. Da wo wir dann jetzt jedenfalls gleich wieder hinmachen. Das Gebiet habe ich mal komplett leer gefarmt. Also dort gibt es erstmal, zumindest da wo wir schon überall hin konnten, gibt es keine Gegner mehr. Und ihr seht, wie viele Seelen da rausgekommen sind. Und da werde ich doch mal ein bisschen aufsteigen. Und zwar Vitalität mache ich mal 2. Und auch die Belastbarkeit. So. Und jetzt mache ich noch Stärke, na, Geschicklichkeit noch 2 hoch. Na, wohl Belastbarkeit mal nicht so viel. Dafür 2 noch bei Kondition. So. Jetzt bin ich um einiges besser, würde ich meinen. Danke. So, als nächste Amtshandlung werden wir noch mal kurz in das Gebäude dort reinschauen, weil ich dachte, der Typ hatte ja erwähnt, dass er auch wieder hier hin machen möchte. Aber wegen dem Keller hatte da, glaube ich, Schiss. Hier nach unten kommt man auch ganz einfach. Und zwar habe ich schon mal so drüber nachgedacht, wenn man sich von unserer Mieze hier, wo ist sie? Ach, da ist sie. Ach, wie süß. Oh, you do have a time. Ja, ich habe einen angenehmen Geruch, wie schön. Wenn man sich von ihr diesen silbernen Katzenring kauft. Das werde ich also auch demnächst mal machen. Suited you, I presume. Vielleicht, wenn ich den Boss mal wieder besiegt habe und ein paar Seelen über habe. Wie viele Seelen brauchte ich jetzt eigentlich für ein Level ab? Ich glaube 4200, ne? Hm. Oh, tatsächlich, also. Oh, hello again. Kale? You've made it. The map, I presume. Of course. Take a good look. Das hier war aber keine Kiste, oder? Even more flames have appeared. Ach, das ist die Karte, verstehe. Nee, das habe ich nicht gewusst. Did you see the flame on the map? Ja, ich sehe sie. It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it. But there is something greatly comforting about that flame. Mm-hmm. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. Essential. Verstehe. I would not venture far into that hole. It was blocked by a wall, something built long ago. But it was crumbling, and I finished the job. Now a foul sound echoes within. Did you see the flame? I don't know what explains it. Hm, vielleicht zeigt das, dass ich den Boss hier besiegt habe. Oder dass das Gebiet geklärt ist, weiß ich nicht. Sowas in der Dreh vielleicht. So, unser Skelettfreund ist ja leider auch nicht mehr da. Schade. Der hat eigentlich ziemlich viele Punkte gegeben. 700. Ist mehr als solche großen Gegner. So, mit dem Ring werde ich dann jedenfalls nach unten machen. Das kommt als nächstes. Und ich glaube, ich habe vielleicht sogar noch eine Idee, wo es lang gehen könnte. Aber das mache ich erstmal später. Ich will erstmal die Ritter besiegen. Ja, die verlorene Festung. Nicht das verlorene Schloss, die verlorene Festung.
Na, dann teleportieren wir uns mal zu MacDuffs Werkstatt. Ich weiß ja leider immer noch nicht ganz, was hier noch kommt. Auf jeden Fall will der was. Der will vielleicht so eine Flamme. Hat er ja gesagt, er will, oder eine Glut, besser gesagt. Amber. Das hätte, oder Amber. Weil Amber wäre ja wieder was. Amber ist was anderes. Amber. Eine Amber will er eine Glut und kein. Ich dachte, Amber war Bernstein. So, und ich glaube, hier kann man nämlich auch noch hoch. Ist mir auch erst später aufgefallen. Mal sehen, was hier noch gibt. Ah. Eine große Scherbe, das ist gut. Doch, doch, das ist was Gutes. Brauche ich sowieso. Jetzt könnte ich nämlich auch mein Schild noch eins weiter hochrüsten. So, und um Gegner müssen wir uns ja keinen Kopf mehr machen. Wie schon gesagt, ich habe sie alle umgebracht. Also hier ist wirklich niemand mehr. Das ist natürlich der Vorteil, aber das Problem dabei ist auch wieder, wenn man einmal stirbt, irgendwie mit den ganzen Seelen ist man am Arsch. Denn man kriegt die ja nicht wieder. So, vielleicht mache ich mal Magie. Soll ich es mal testen? Ja doch, ich mache mal Magie auf, oder ne, Gold. Blitz. Magie. Gegen was werden die Typen wohl Schwäche haben? Gegen Magie oder gegen... Ach, ich teste es einfach mal. Magie. Aromaschlick. So, los geht's. Jetzt weiß ich immer, was mich erwartet. Okay, so sonderlich stark sind sie jetzt nicht. Okay, er kann wieder hochspringen. Das freut mich, weil nämlich nach unten hätte ich jetzt nicht gehen wollen. Okay, hat einen ganz schön harten Schlag drauf, mein Freund, aber ist nicht sonderlich stark jetzt. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Okay, er fällt runter, da kann ich mich erstmal heilen. Nee, also so schwer sind die dann doch nicht. Wen greife ich an? Ruinenwächter Yahim. Komm hoch. Hoch, du Ratte. Ja, du musst schon oben bleiben, du Trottel. Ruinenwächter, auf jeden Fall sind's Bosse. Mal Bosse ohne eine Einleitung. Hallo, ich bin hier. Und der erste ist tot. Gibt er mir auch Seelen? Nein, tut er natürlich nicht. Dreck. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich nach unten. Oder wartet mal. Da ist der nächste. Aber so wie ich das gerade mitbekommen habe, ist der zweite auch schon ange... Oh nein, jetzt wird's beschissen. Okay. Nee, jetzt wird's wirklich, jetzt wird's beschissen, weil jetzt nämlich beide auf mich sind. Das war knapp. Okay, jetzt muss ich anders kämpfen. Jetzt muss ich gegen beide gleichzeitig kämpfen. Oh nein, Mist. Ich dachte, ich kann so chillig weiterkämpfen, aber... War klar natürlich, dass das nicht... Ah, hier. Der ist mein wichtigstes Ziel. Jahre, Jahre. Jetzt hau ab. Okay, ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Jetzt muss ich wieder auf Lebenssteine umweichen. Alles... Mist, 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 Mist.
Ja, das ist jetzt wieder richtig scheiße. Und okay, bei dem Move muss man ein bisschen aufpassen, aber ist jetzt auch eine machbare Sache. Wenn es nur einer wäre, dann wäre es einfach. Dann wäre es wirklich nicht sonderlich schwer. Aber ich muss wirklich aufpassen, was die zwei hier machen. Als du. Komm, jetzt mach was. Ja. Sehr schön. Okay, die zählen bedauerlicherweise. Ich dachte, da kann man auch einzeln immer mal was. Ne, das ist zu risikohaft. Okay, risikoreich, aber First Try wird sowieso nicht mehr. Mist, weil ich mich geheilt habe, ich Trottel. Okay, sie sind jetzt, sie gehen, sagen wir es mal so. Aber es war mein Fehler, weil ich einfach dumm war. Und Dummheit wird natürlich bestraft, nicht? Toll, jetzt bin ich schon mal wieder untot. Das ist richtig schlecht. So, diesmal versuche ich es mal mit Goldharz. Jetzt kann ich auch wieder die Estus Flakons verwenden. Wie gesagt, ich bin nur froh, wenn nicht, müsste ich erstmal das andere Gebiet gehen. Ich versuch's aber nochmal. Es war jetzt halt einfach Pech. Mal auf die Uhr gucken, achso, gut. Ja, ist noch genug Zeit. Noch genug Zeit. So, wieder gegen den einen Sack hier. Diesmal Goldhart. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht so oft nach unten fällt. Denn umso schneller wird's. Oh, das macht ganz gut Schaden. Das war jetzt wieder dumm. Nein, ich will noch nicht runterfallen. Vielleicht kann ich die zwei ja doch hier oben erledigen. Der erste müsste doch bald kommen, ne? Oh fuck, Mist, da habe ich jetzt wirklich getrollt wieder. Fuck, und jetzt habe ich auch noch meine Seelen unten verloren. Habe ich wirklich wieder toll gemacht. Mist, 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 Mist. Das ist schlecht, das ist richtig schlecht. Okay, schön, mein Leben wird wieder eingeschrumpft und ich habe nur noch ein Goldharz und auch nur noch ein. Fuck. Dreck, Dreck, Dreck. Nee, das ist wirklich schlecht. Das ist richtig schlecht. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen. Warte mal, habe ich vielleicht sonst noch Items, die mir helfen könnten? Zaubereinsätze, Zauber, TP, Halt-Ausdauer, Nummer 2, das Rufsymbol, Abzahl 3 Seelen, Abfall, Wiederherstellung, Glück, Goldharz, stärkt Giftresistenz. Ne. Dauerlicherweise noch nicht.
Moment. Die muss ich jetzt mal. Jetzt lege ich den mal dorthin. Den rüste ich aus. Okay. Zeit für den Kampf. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich einen Lebensstein einsetzen, aber gut, habe ich jetzt halt eine Magiewaffe. Dass er das machen würde, wusste ich ja. Fuck. Hat mich der zweite von hinten vergewaltigt. Ach Scheiße, beim ersten Mal hat es richtig gut funktioniert und jetzt habe ich keine, weder Aromaschlick noch Dings habe ich, okay, ich habe versagt. Vorerst. Okay, dann gehe ich mal zu meinem anderen Ort, wo ich noch eine Idee habe, und zwar hier Heides Flammenturm, da könnten wir noch hinmachen. Gebiet habe ich ja mal so gefunden. Aber nein, erstmal hier gibt's noch ein Fleckchen, wo wir hin können. Nur traurig ist es wirklich, dass ich die Seelen noch verballert habe. Hätte ich mir davon ruhig noch ein Level holen können. Oder mein Schild noch ein bisschen aufrüsten, aber nein. Ich habe sie einfach nur verschwendet. Tut mir im Herzen schon ein bisschen weh. Aber gut. Wollen wir jetzt nicht traurig drüber sein, sondern weitermachen. Und zwar hier kann man ja, glaube ich, den anderen Fahrstuhl mal mitnehmen. Ach nee, stimmt ja. Wartet mal, hier ist ja noch die Tür. Genau. Aber da kann ich leider nicht lang. Dumm. Oh, hier ist auch noch ein. Oh, stirb. Hier geht's lang. Dem bin ich nämlich noch nicht mitgefahren. Komme ich nämlich hier. Nee, wartet mal, jetzt bin ich. Ich müsste eigentlich mal nach dort drüben irgendwie. Irgendwie muss ich nach dort drüben. Aber ich weiß gerade nicht ganz, wie ich dorthin komme. Da kam ich ja. Nicht hier, sondern. So, da kam ich ja erstmal so hin. Und hier müsste es eigentlich, glaube ich, irgendwo noch einen Weg geben, wo ich lang kann. Na, warte mal, hier kann ich auch nicht lang. Hier fehlt mir ja noch immer was. Bring Symbol des Königs. Ich weiß auch nicht, was Symbol des Königs ist.
Naja, gut, dann würde ich. Ach, da ist so ein Vieh. Okay. Gut. Ach nee, wartet mal, jetzt habe ich doch noch eine Idee. Doch, doch, ich habe noch eine Idee, wo es lang gehen könnte. Dann begebe ich mich mal schnell hin. Und zwar gab es ja, als wir zum Verfolger gemacht sind, gab es ja noch den anderen Weg da. Hier sind die ganzen Gegner überall noch, aber sehe ich keinen Grund drin, die abzufarmen. Die bringen eh nicht viel. Deshalb gehe ich mal lieber den Weg hier. Hier sind ja auch keine Gegner mehr, die sind ja auch alle tot. Die ganzen Arschlöcher leben auch noch. Fuck. Oh, du bist tot. Irgendwann dürftet ihr doch auch nicht mehr spawnen, oder? Stulpen. Ja, habe ich keinen Bock drauf. So. Hier bringe ich dich gleich mal um. Bei den Bäumen kann man auch noch irgendwas machen, aber ich weiß noch nicht ganz was. Passiert leider nichts. Da kann man irgendwas benutzen. Muss ich erstmal noch in Erfahrung bringen, was? Oh, das kommt noch. Irgendwann. So, du da. Da gehe ich auch kein Risiko ein bei den Typen. Komm her. Ja, komm, komm. Sehr schön. So, und jetzt bin ich nämlich fast dort eigentlich, wo ich hin wollte. Ah, gut, weil wie gesagt, bei den Rittern hatte ich wieder extrem Pech. Dort war der Verfolger. Und hier hinten. Hier. Hier ist noch ein Weg. Warum habe ich den eigentlich beim. Oh. Warum habe ich den eigentlich beim ersten Mal übersehen? Warum bin ich da nicht lang gegangen? Ehrlich sein, habe ich jetzt im Nachhinein auch keine wirkliche Erklärung dafür. Jedenfalls weiß ich, dass du tot bist. Okay. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, beende ich den Part hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Obwohl, stimmt, hier war ich doch. Geil, zwei Scherben. Aber hier bin ich nicht so weit gegangen. Ja, doch, hier war ich doch, hier war ich. Jetzt habe ich zwar die Echse gekillt. Nur hier habe ich dann irgendwie nicht weitergemacht. Und da gab es ja noch ein bisschen was. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier und dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder und dann erkunde ich den Rest noch ein bisschen. Und dann schnappen wir uns auch noch die scheiß drei Ritter. Kommt alles noch. Also, tschüss, bis dann.